Ehrlichkeit ist Premiere für mich. Ich habe das erste Mal in meinem Leben eine PowerPoint-Präsentation gestern gemacht. Selber, meine Kinder haben es mir beigebracht, Amelie und Levi. Ich habe gemeint, könnt ihr mir helfen? Papa, das ist doch ganz einfach, guck mal, mach mal so und so und so. Und es war scheinbar wirklich einfach. Ja, ich habe es selber hingekriegt. Und ich habe es auf Church Tools hochgeladen, das ist noch was. Bam, danke Ralf, der hat mir geholfen. Super, ja. Und jetzt muss noch das klappen und dann wäre einfach geil. Hammer. Genau, wir waren am Mittwoch in der Community. Die haben 10-jähriges Jubiläum gehabt, das ist die Gemeinde, wo wir vorher waren. Und die hatten ein Gemeindefest, wir waren dabei. Und ich habe während dem Lobpreis gesagt, Herr, keine Ahnung, was da auf uns zukommt, ob die irgendwie wollen, dass wir was sagen oder so oder nicht. Dann habe ich gesagt, Herr Jesus, hast du irgendwie ein Wort für die Gemeinde oder so, ne? Und da hat der Herr mir tatsächlich ein Bild geschenkt. Ich habe das auch nicht gesagt, ich wurde nicht gefragt, aber als dann der Roman krank war oder wurde und gefragt wurde, ob ich vielleicht heute predige, da habe ich mich daran erinnert und darüber möchte ich heute predigen. Ich habe, und damit ihr versteht, was ich meine, als ich da im Lobpreis war, da habe ich ein Bild bekommen, habe ein Bild gesehen und diese Bilder, ich will euch das zeigen, damit wir so auf einem Level seid, damit ihr wisst, was ich meine, damit ihr da mit mir mitgehen könnt. Und ich bin ein Typ, ich funktioniere ganz über Bilder. Also ich lerne viel durch Bilder. Und wenn der Herr zu mir spricht, dann ist es oft durch Dinge, die ich sehe. Und dann sehe ich was und auf einmal verstehe ich etwas. Einfach so, ja. So Dinge, die ich ganz lange nicht verstanden habe, auf einmal verstehe ich sie. Und tatsächlich habe ich mich erinnert, ich habe mal eine Predigt gehört, weiß nicht, wer sie gesagt hat, der hat gesagt, Gott hat zwei Dinge dem Menschen geschenkt, zwei Institutionen, also zwei Sachen, die er erfunden hat, das ist einmal die Ehe und einmal die Gemeinde. Und ich habe nie verstanden, warum die Gemeinde so ein Geschenk Gottes für uns ist. So, ja? Aber als ich dieses Bild gesehen habe am Mittwoch, auf einmal ist bei mir der Groschen gefallen. Und vielleicht fällt er auch bei einem oder dem anderen bei euch hier heute Morgen. Auf jeden Fall möchte ich über Gemeinde sprechen. Es gibt zwei Dinge, die ich so auf dem Herzen habe, da kann man bestimmt ganz viel sagen, aber zwei Dinge, die ich heute Morgen empfinde, wo wir darüber sprechen möchten und möchte damit anfangen über die Oase. Und zwar das ist das, was ich gesehen habe. Ich habe eine Oase gesehen und habe mir darüber Gedanken gemacht, was ist eine Oase? Und eine Oase ist ein Lebensraum inmitten einer lebensfeindlichen Umgebung. Meistens sind ja Oasen in Wüsten und die Wüste, wie jeder von uns weiß, da muss man nicht besonders studiert haben, weiß man, dass die Wüste kein wirklich lebensfreundlicher Ort ist. Ja, kein oder kaum Wasser, so gut wie nichts, super heiß, nachts super kalt, giftige Tiere, kein Schatten, also da lässt sich's nicht gut aushalten. Und dann gibt es diese Oasen, die sich mitten in diesen Wüsten befinden. Und das sind so, ich habe mal gegoogelt, so die 10 schönsten Oasen der Welt. Das ist eine von denen. Gibt es ein paar mehr noch hier, so sieht eine Oase aus. Das ist schon Hammer, wenn man sich überlegt, da bist du mitten im Nirgendwo und auf einmal, bam, Wasser, was man trinken kann, kühles Wasser, Schatten, Obstbäume, Tiere, da ist irgendwie einfach so mitten im Nirgendwo hast du hier sowas, ja, wunderschön. Und ja, da lässt sich's gut aushalten, ne? Da möchte man gerne sein. Das ist die letzte Oase, die ich euch zeigen will. Und Ralf, du musst deinen Mund halten jetzt, aber Lusiadis auch, die dürfen nichts sagen. Aber wer von euch weiß, wo diese Oase ist? Wer von euch kennt diese Oase? Du kennst sie auch. Engedi in Israel. Hammer hat. Das ist die Oase, ich wusste das gar nicht, aber das ist in die Geschichte, als König Saul, als der David verfolgt hat und da sein Geschäft gemacht hat in der Höhle, und David ist hin und wollte ihn umbringen, hat aber dann nur den Zipfel von seinem Gewand abgeschnitten. Das ist da gewesen. Hammerhart, oder? Gibt es heute immer noch. Finde ich richtig cool, dass ich es gesehen habe. Da möchte ich gerne mal nach Israel. So. Das mal zu sehen, wäre bestimmt stark. Auf jeden Fall habe ich mir so gedacht, interessant, Gott, ich gucke mal auf die Uhr ganz kurz. Gott schafft also Orte, wo es gut ist zu leben. Und ich habe so, als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, als Gott uns geschaffen hat,
Da hat er auch genau mit sowas begonnen. Es gibt nämlich die älteste Oase der Welt. Die lesen wir in 1. Mose 2, Vers 8. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und setzte den Menschen dorthin, den er gemacht hatte. Ich habe mir das mal so vorgestellt, ja. Ich möchte euch da mal mitnehmen, dass ihr euch das vorstellt. Es gibt einfach nichts, alles ist wüst und leer, ja. Und Gott schafft das Riesenuniversum. Und mittlerweile haben wir so eine Ahnung davon, wie groß dieses Universum ist. Einfach gigantisch groß, ja. Da gibt es Planeten ohne Ende, unfassbar viele, unfassbare Weiten. Und mitten in diesem unendlich großen Irgendwas macht Gott einen Ort, das ist die Erde, nicht besonders groß, aber auch nicht so klein. Und das einfach perfekt. Perfekt dort zu sein, ja, diesen perfekten Ort, den schafft Gott. Und dann ist es nicht nur so, dass Gott diese Erde schafft, sondern auf dieser Erde schafft er nochmal einen Ort, der einfach nochmal eine Schippe draufgelegt wird, ja. Da ist einfach alles optimal, ja. Da lässt sich das Leben, der ist auch in sich abgegrenzt, nicht zu groß, nicht zu klein. Und Gott macht das, er schafft es und dann erst schafft er den Menschen. Dann erst, nachdem er diesen perfekten Ort geschaffen hat, schafft er den Menschen Adam und Eva und setzt sie in diesen Garten hinein. Und das ist unser Gott. Warum sage ich das? Weil wir da ganz, ganz viel von lernen können, unfassbar viel. Weil Gott sagt, die Bibel ändert sich nicht. Er ist immer derselbe und seine Art, wie er Dinge tut, sind immer gleich. Und das ist die Art und Weise, wie Gott denkt. Gott denkt so, hey, ich mache da jemanden, ich will Menschen schaffen, aber ich will die nicht einfach irgendwo so hinsetzen, sondern ich schaffe einen Ort, der einfach wunderbar ist und da setze ich diese Menschen rein. Und die Frage ist, die ich mir danach gestellt habe, gibt es solche Oasen auch bei uns in Deutschland? Hier vielleicht bei uns? Und um jetzt einen Sprung zu machen, denkt mal drüber nach, Gott schuf den Menschen und er schafft diesen Garten Eden und dort beginnt alles. Und dann gibt es einen zweiten Step in der Menschheitsgeschichte, der einfach wieder so ein Nullpunkt war, wo wieder von vorne etwas ganz Neues begonnen hat. Und das war, nachdem Jesus auferstanden ist. Jesus war, sagt man auch, steht in der Bibel, der zweite Adam, ja, weil er war der erste seiner Art. So wie Adam der erste seiner Art war, der erste Mensch, der gelebt hat, so war Jesus der zweite Adam, der perfekt war. Er war Mensch, aber er war auch ganz Gott. Und wir alle, die wir seine Kinder sind, wir sind nach seiner Art. Deswegen sagt die Bibel, wenn wir von Neuem geboren werden. Das bedeutet, in dem Moment, wo Jesus auferstanden ist von den Toten, beginnt noch einmal etwas ganz Neues. Etwas, was noch nie da gewesen war, was eigentlich ja da war, bevor Adam gesündigt hat, aber das ist ja dann weg gewesen und jetzt kommt Jesus. Und Gott, er macht schon wieder dasselbe wie damals am Anfang. Schon wieder erschafft er etwas, das perfekt ist, um dort leben zu können. Und das lesen wir in Apostelgeschichte 2 und es ist bei mir überschrieben mit die Entstehung der Gemeinde. So steht es bei mir als Überschrift in der Bibel und ich möchte es einfach mal, möchte es mal mit euch gemeinsam lesen, was da steht. Da heißt es, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter allen, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Wenn ich mir das so durchlese, dann denke ich mir, da wäre ich auch gern gewesen, oder? Das muss richtig Hammer gewesen sein, Teil von dieser Gemeinschaft zu sein. Eine Gemeinschaft, wo wirklich alle zusammenhalten. Eine Gemeinschaft, wo alle füreinander da sind, wo man einander hilft, wo man den anderen sieht, wo man, wenn es dir nicht gut geht, dann helfe ich, dass es besser ist für dich. Finanziell, gesundheitlich, auf der Arbeit, was auch immer so die Probleme untereinander waren, die haben einfach zusammengehalten. Das ist Wahnsinn, oder?
Und das ist die Entstehung der Gemeinde. Gott schafft etwas, das einfach wunderbar ist, um dort zu sein. Und diese Neugeborenen, diese Babys, wie die Bibel manchmal sagt, diese von Neuem Geborenen, diese Menschen, die sich bekehrt haben, sind sofort Teil von diesem Ort gewesen. Sie sind Teil von dieser Gemeinschaft geworden. Denn es heißt dann später, der Herr tat täglich hinzu. Leute haben sich bekehrt und sind Teil von dem geworden. Wie wenn Adam und Eva sich vermehren und eben dieser Garten sich immer mehr und mehr füllt. Also Gott schafft also einen optimalen Raum, der einfach wunderbar ist, um dort zu sein. Und jetzt denken vielleicht manche, naja, unsere Gemeinde sieht ja ganz anders aus, ja. Aber ich möchte noch mal weitergehen, bevor ich da in diese Runde gehe. Die Gemeinde ist also ein Geschenk Gottes, eine Oase, ein Lebensraum inmitten einer lebensfeindlichen Umgebung. Der perfekte Ort, deine Kinder großzuziehen, Passi und Debbie, ja. Der perfekte Ort, erwachsen zu werden, etwas über die Ehe, über Finanzen, Nachfolge zu lernen, Freunde zu finden, gesund zu werden. Das ist eigentlich, was Gemeinde ist. Ein Ort, wo es Ältere gibt, wo es Jüngere gibt, wo wir lernen können. Ja? Wo ein Gerhard mir sagen kann, Paul, mach den und den Fehler nicht, den habe ich vor 30 Jahren gemacht, als ich mich selbstständig gemacht habe. Kann ich so viel lernen. Ja? Wo wir unseren jüngeren Kids sagen können, hey, ich verstehe dich, du bist gerade so und so, wie du denkst, aber hey, das habe ich durchgemacht. Vertrau mir, besser, wenn du es so und so machst. Ja? Wo wir einander füreinander da sind, wo wir einander helfen, wo wir sagen vielleicht, hey, ich hatte auch Probleme in meiner Ehe und das hat uns so geholfen. Ja? Das ist eigentlich, was Gemeinde sein sollte, ja? Wo wir füreinander da sind, weil wir alle immer an unterschiedlichen Punkten in unserem Leben sind, wo wir Hilfe brauchen, aber auch wo wir geben können. Denn Paulus sagt ja, wenn ihr zusammenkommt, dann habe ein jeder etwas. Und das ist nicht nur so, ja, es wäre schön, wenn, sondern tatsächlich ist es so, jeder hat was. Jeder hat was zu geben. Gemeinde ist ja, wir alle sind Gemeinde. Und wenn wir das so verstehen, dass Gemeinde nicht einfach nur ein Zusammenkommen ist von Gleichgesinnten, das ist nämlich zu wenig. Wenn wir nur, dann sind wir ein Verein, ja. Wir alle mögen irgendwie Pudel und deswegen kommen wir und treffen uns sonntags, um dann unsere Pudel zu zeigen. So was gibt's ja auch, ja. Das sind wir nicht, ja. Wir sind nicht einfach nur ein Verein, wo wir halt alle so dieselbe Meinung haben und dann treffen wir uns, sondern wir sind eine Familie. So sollte es jedenfalls sein, ja. So war es jedenfalls damals gewesen. Und es ist wichtig, es ist sehr, sehr wichtig, immer zu schauen, wie Dinge am Anfang waren. Wisst ihr warum? Weil mit der Zeit vergisst man manchmal, wie etwas am Anfang war und dann wird etwas ganz anders. Und dann sieht man das, was es jetzt ist und denkt, was ein Käse, das braucht ja kein Mensch. Ja? Aber wenn du verstehst, wie es mal war, wie es eigentlich hätte sein sollen, dann merkst du, okay, das, wie es jetzt ist, ist eigentlich gar nicht mehr so, wie es sein sollte. Okay, wir müssen das ändern, damit wir auch, weil wenn es so ist, wie es mal war, ist es dann eigentlich auch viel, viel besser. Ja? Und das ist das, warum es so wichtig ist, in die Vergangenheit zu gehen. Deswegen, ich lese so gerne auch das Alte Testament, weil ich unheimlich viel davon lerne. Und wenn wir zum Beispiel jetzt die Menschheit anschauen mit Mord und Totschlag, dann denkt man manchmal, viele sagen dann, warum hat Gott überhaupt Menschen geschaffen, ja, wenn die so und so sind. Aber wenn wir mal zurückgehen, wie es Gott gemacht hat am Anfang, da war es perfekt. Ja, Gott hat den Menschen geschaffen und er hat mit ihm Gemeinschaft gehabt, Tag für Tag. Das war die Idee Gottes von Anfang an. Nur der Mensch hat es kaputt gemacht, aber deswegen war seine Idee nicht schlecht. Wir müssen nur wieder zurückkommen zu dem, was am Anfang war. Und ich glaube, dasselbe Prinzip gilt auch für Gemeinde. Wenn Gemeinde heute nicht mehr so ist, wie sie da war, wie wir es da lesen, dann was hindert uns daran, es zu ändern, Dinge zu ändern, damit es wieder ist, wie es mal war. So, die Gemeinde ist ein Geschenk Gottes. In 1. Mose 2,15 lesen wir, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Auch das ist ein Prinzip Gottes. Gott schafft diesen Garten Eden und er sagt jetzt nicht zu Adam und Eva, hey, ich stelle euch den zur Verfügung. Ja? Ihr dürft hier leben, ihr dürft hier sein, ihr dürft hier machen, das ist zwar mein Garten, aber hey, fühlt euch wie zu Hause. Das ist nicht das, was Gott macht, sondern Gott schafft diesen Garten
und er übergibt ihn Adam und Eva. Er sagt, ab jetzt seid ihr hier verantwortlich. Ihr seid die Chefs hier. Und wenn ihr es gut macht, wird es gut, wenn nicht, dann nicht. Aber das gehört euch. Ja, ist ein Unterschied, wie wenn, ist nicht wie ein Firmenwagen, den kriege ich zur Verfügung gestellt, den darf ich benutzen, aber eigentlich gehört er mir nicht. Nein, das ist so, wie wenn ich meinen Kindern das schenke, sage, der gehört jetzt dir. Du kannst ihn verkaufen, du kannst machen, was du willst. Das ist ein Unterschied, ja. Und das ist das, was Gott macht mit dem Garten damals. Er übergibt ihn an Adam und Eva und sagt, ihr bebaut ihn und ihr bewahrt ihn auch. Das heißt, sie haben eine Verantwortung gehabt. Und genau dasselbe Prinzip, glaube ich, gilt auch, was Gemeinde angeht. Gott schafft die Gemeinde, er schafft diesen perfekten Ort, damals, was wir in Apostelgeschichte gelesen haben, aber er übergibt es den Menschen, den Gläubigen, sagt, ihr habt jetzt Verantwortung, das zu bewahren und zu bebauen und was draus zu machen. Und wenn es kaputt geht, dann helfe ich euch, es wieder in Ordnung zu bringen. Aber ich gebe es euch in eure Hand. Versteht ihr diesen Gedanken? Es ist unsere Aufgabe, die Gemeinde zu bewahren. Und als ich darüber nachgedacht habe, das ist für mich wirklich, also da sind mir so Lichter aufgegangen, ja. Und ich möchte einfach nochmal auch so zurückgehen an diesen Punkt. Denkt mal an diese Oasen, ja. Ich spring mal ein bisschen. Denkt mal hier, so ein wunderbarer Ort, ja. Wunderbar. Gott hat den geschaffen und sagt, jetzt könnt ihr dort sein, ja. Und jetzt ist es die Verantwortung der Menschen, die da leben, eben nicht dieses Wasser zu vergiften, eben nicht ihren Müll irgendwann hinzukippen und so, ja. Und vielleicht alle Palmen abzuschneiden, um Holzfeuer zu machen und dann haben wir keinen Schatten mehr und so weiter, ja. Wie schnell ist sowas kaputt gemacht und wie schwer ist es, das zu bewahren, damit es auch so bleibt über Generationen. Das ist richtig Arbeit, ja. Ich war auf den Philippinen gewesen nach meinem Zivi-Dienst damals und da bin ich mit... war ich auf irgendeiner Insel, war wunderschön, du fährst so über den, was ist das, Pazifik? Ja, egal, fährst da so Wasser, blubberblau. War eine wunderschöne Insel, traumhaft schön und dann bist du so vielleicht so 10 Meter um diese Insel herum, nur Müll, alles voller Müll. Du fährst ganz lange und da sind Joghurtbecher und Milchtüten und was ihr euch vorstellen könnt, ja. Und die Insel war vielleicht so groß wie ein Fußballfeld. Und was die, haben nicht viele Leute gewohnt. Was sie gemacht haben, ist, sie haben ihren ganzen Müll einfach ins Meer gekippt. Aber der Müll kam natürlich, das Meer hat es ja immer wieder zurück. Also du konntest dort auch nicht baden oder so, weil du bist direkt in den Müll und musstest erst mal so 10 Meter durch den Müll, bis du im Wasser warst, ja. Und ich habe darüber so nachgedacht, gedacht, wir sind da gar nicht anders, ja. Man sieht sich, schaut sich das an und denkt, wieso machen die das, ja? Die verunreinigen das, was sie da haben, aber wir sind auch nicht anders. Weil Gott gibt uns etwas, aber wir bewahren das auch nicht. Wir machen einfach so viel kaputt, ja? Und darüber will ich ein bisschen sprechen auch. Die Schlange aber war listiger, heißt es damals. Und auch da ist ein Prinzip, alles, was Gott schafft, ist sofort der Teufel da, um es kaputt zu machen. Weil dem Teufel gefällt es nicht, dass Gott etwas schafft, das gut ist für dich und für mich. Er will, das verderben, er will das schlecht machen, damit du nicht mehr in diesem sein kannst, was Gott für dich gemacht hat. Und ich habe mir mal so Gedanken gemacht, wie könnte er denn die Gemeinde zerstören? Und es ist ganz interessant, ich habe das aufgegliedert von außen und von innen. Und von außen ist mir tatsächlich nur eine Sache eingefallen. Von außen zerstört der Feind durch Verfolgung, durch Druck, durch Verfolgungen jeder Art. Aber interessant, wenn man mal schaut, Gemeinden, die verfolgt werden, die gehen nicht kaputt, sondern das Gegenteil passiert. Die werden stärker, die werden immer stabiler, die wachsen sogar. Ja? Das ist ja ein Phänomen, was die chinesische Regierung nicht versteht. Ja? Dass egal wie viel Druck die da ausüben, die werden irgendwie immer mehr oder im Iran oder egal, ja, wenn man mal so guckt, Open Doors, wenn man sich diese Videos anschaut, überall da, wo Verfolgung und Druck ist, da wächst die Gemeinde. Aber wisst ihr, wo die Gemeinden kaputt gehen? Von innen gehen die Gemeinden kaputt, da werden die zerstört. Ja? Und was zerstört Gemeinden? Ich habe das mal so aufgeschrieben, vielleicht seid ihr nicht meiner Meinung, aber ich predige jetzt heute, deswegen müsst ihr es euch anhören. Ja? Ich glaube, das sind genau diese Dinge, die den Ort zerstören, die
ich habe das mal aufgeschrieben, geistliche Umweltverschmutzung ist wie den Müll, den wir so hinwerfen. Ja? Das ist unsere Art, wie wir uns verhalten. Unser Egoismus, wenn wir neidisch sind aufeinander, wenn wir bitter sind, weil du mich verletzt hast, ja? Wenn wir zornig auf jemanden sind, weil der einfach, oh, wie konnte der das sagen, ja? Und das wird dann Ablehnung gegenüber der Person. Wenn wir nicht bereit sind zu vergeben. Ehebruch, warum habe ich das aufgeschrieben? Wie viele Gemeinden gehen kaputt, weil der Pastor mit irgendjemandem aus der Gemeinde eine Affäre hatte oder untereinander? Das ist, lass uns doch ganz ehrlich sein, sowas ist gang und gäbe in den Gemeinden, ja? Geldgier, ja? Dass wir einander übervorteilen, ja? Dass wir einander nichts gönnen. Dass wir gucken, unser Vorteil zu suchen. Überhaupt gierig sind, ja? Hochmütig, dieser Stolz, ich bin, guck mal, was für ein Auto ich fahre und du, ja, keine Ahnung, so. Faulheit, ganz ehrlich, Faulheit. Ich habe das einmal gelesen, ich habe mir das nicht selber ausgedacht, aber ich habe das mal gelesen und es ist für mich so ein Lebensmotto geworden. Für jedes Bonbonpapier, das du nicht aufhebst, muss sich jemand anders bücken. Da steckt so viel Wahrheit drin, ja. Alles da, wenn du läufst und du siehst, da ist etwas zu tun, wenn du es nicht machst, ja, weil du denkst, ich habe das nicht verursacht, das ist, geht mir nichts an, dann wird irgendjemand anders das machen müssen. Ja? Und ist es nicht interessant, ich habe das gerade heute Morgen zufällig gelesen im Matthäus-Evangelium, wie Jesus darüber spricht und sagt, in der Welt ist es so, dass man seinen eigenen Vorteil sucht, dass man immer guckt, was für euch besser ist. Aber bei uns, bei hier ist es ganz anders. Da sollst du den anderen höher achten wie dich selbst. Da sollst du lieber dienen, als bedient zu werden. Da sollst du, wenn wir dann die Frucht des Geistes in Galater lesen, sanftmütig sein, bereit zu vergeben. Du sollst freundlich sein, barmherzig sein, gütig sein, geduldig sein. All diese Dinge. Und wenn wir uns nach diesen Dingen halten, das sind diese Dinge, wodurch wir Gemeinde bewahren, indem wir die Frucht des Geistes haben. Aber wenn wir uns nicht danach, oder wenn wir da anders uns verhalten, ja, wenn wir einfach durch unsere Art, wie ich komme jetzt morgens in den Gottesdienst und ich habe mich gestritten mit meiner Frau und ich konnte an ihr irgendwie, konnte ich es nicht auslassen, aber ich kotze mich jetzt bei dir aus, ja, und du bist halt der, der es jetzt abkriegt, ob du willst oder nicht, Pech gehabt, so, ne, und wie oft ist es doch so sonntags, wie oft ist es so, wir kommen und dann kotzen wir uns hier so aus einfach, ja, mit unserem, was auch immer da so war, ja. Das ist nicht gut. Und wir haben so eine ganz komische Haltung. Und es versteht mich richtig. Ich zeig auf den Finger auf dich, ja. Aber ich weiß, dass ich genauso damit gemeint bin. Ich bin auch nicht besser, ja. Ich mache das leider auch, ja. Ich weiß genau, wovon ich da spreche. Aber hey, lasst uns doch mal ehrlich reden, ja. Gemeinde, wir sind nicht ein Verein. Wir sind nicht, okay, wir sind keine Interessensgemeinschaft. Wir sind eine Familie. Und wir haben eine ganz komische Art, diese Familie zu leben. Wisst ihr wie? Wir haben nämlich es gibt nämlich dieses, jetzt weiß ich gar nicht genau, wie ich das sage, mir fehlen so ein bisschen die Worte, und zwar haben wir so eine Theologie von, wir müssen ja einander annehmen, wie wir sind, ja, und das stimmt auch. Wir müssen einander annehmen, wie wir sind, das ist wahr. Aber wir nehmen das als Freiheit, uns zu verhalten, wie wir wollen, weil du hast ja mich anzunehmen, wie ich bin, verstehst du? Und das ist falsch, das ist vollkommen falsch, ja. Alles daran ist falsch. Es ist richtig, dass wir einander annehmen müssen, wie wir sind, das stimmt, aber das gibt mir nicht das Recht, mich zu verhalten, wie ich will, weil du hast gefälligst, mich zu nehmen, wie ich bin, weil du musst ja barmherzig sein, ja. Das ist verkehrt. Und ich habe mir so gedacht, ich habe darüber nachgedacht, ich habe gedacht, was richtig ist, ist, wenn Menschen, die Jesus nicht kennen, die neu in unsere Gemeinde kommen, die nehmen wir, wie sie sind. Da ist alles okay, ja. Aber wir, die wir Geschwister sind untereinander, wir, die wir zusammengehören, wir sollten nicht diese Art zu denken haben. Wir sollten so denken, hey, ich bück mich für dieses Bonbonpapier. Ich heb das auf, damit es die Britta nicht machen muss. Oder der Gerhard. Ob ich es hingeworfen habe oder nicht, spielt keine Rolle. Ich mache das, ja. Weil das ist die Art und Weise, wie wir uns verhalten sollen. Und ich glaube, oder ich empfinde das so, dass in unseren Gottesdiensten ganz viel über Theologie gepredigt wird, aber ganz wenig über Charakter, über unser Verhalten, wie wir uns einfach verhalten. Und manchmal finde ich, dass in Gemeinden man sich schlechter verhält untereinander, wie Menschen, die nicht gläubig sind. Die haben manchmal mehr Anstand, wie wir untereinander.
Wir sind da manchmal echt knallhart. Und wir nehmen dann immer so diesen Bibelvers raus, ja, du musst es ja irgendwie erdulden, ja. Wir sollen einander erdulden und einander lieben. Und einander aushalten, was ja wahr ist. Aber ihr versteht den Punkt, den ich habe, oder? So, und ich wollte, warum sage ich solche Sachen? Weil ich mir wünsche, dass wir das alle verändern. Ich wünsche mir, dass wenn du dich da irgendwo findest, dass du darüber nachdenkst. Und einfach, wenn du kommst, denkst so, hey, ich komme nicht und ich lasse mein Müll einfach hier so liegen, ja? So im Sinne von, du kannst es wegräumen. Sondern natürlich, wir können kommen, wie wir sind. Das ist, ihr versteht mich, gell? Das ist, natürlich können wir kommen, wie wir sind. Aber viel von dem ist auch, wir können uns ja auch benehmen, ja? Es ist so, meine Frau und ich, es ist so ein Streitpunkt manchmal zwischen uns, ja? Dass, bist du da irgendwo? Oh. Nichts Schlimmes, Schatz, ich sag nichts Schlimmes. Aber es ist ein Phänomen, das machst du und ich mach's genauso, dass wenn wir Besuch haben, da kann ich super, egal wie es war, ich kann mich echt super zusammenreißen und kann richtig nett sein. Aber wenn der Besuch weg ist, dann kann ich auf einmal ganz anders sein. Und dasselbe werfe ich auch der Rita vor, weil ich sage so, hey, wenn deine Schwester da ist, da bist du so nett, aber kaum ist die weg, dann kriege ich den ganzen Käse ab so, ja? Wieso kannst du zu mir nicht auch nett sein, ja? Und ist es nicht interessant, wir können, wenn wir wollen. Das ist es, was ich sagen will. Wenn wir wollen, dann können wir. Aber oft wollen wir gar nicht, ja? So wie in der Ehe, da lasse ich mich dann mal so gehen, weil ich will das jetzt mal rauslassen, gell? Tut mir leid, Schatz, wenn ich da manchmal... Aber du auch. Nicht nur ich. Nein, ist nur Spaß. Aber ist es doch so, oder? Wir können, wenn wir auch zusammenkommen sonntags, wir können auch anders, wenn wir wollen. Können wir schon, aber ist die Frage, wollen wir das so? Ne? Und ich glaube, Gemeinde ist eine Megasache, ist etwas ganz Tolles. Und ich, bevor ich jetzt auf den zweiten Teil übergehe, möchte ich einfach sagen, möchte noch so eine richtige Lanze brechen für Gemeinde. Ich glaube, Gott hat was ganz Wunderbares hier gemacht. Ich habe vorhin beim Lobpreis einfach mal mich so umgeschaut und habe gedacht, es war so krass, so viele Kinder hier vorne. Und hier so voll heute. Und überlegt doch, wie diese Gemeinde vor 1,5 Jahren war. Ihr alle, ihr könnt euch doch erinnern, wie das hier war. Ja, ich kann mich erinnern, als wir hier gepredigt haben, als ich vor 1,5 Jahren oder 2 eingeladen wurde, da hat man Kinderstunde gemacht für Rufen und Flint, weil es gab keine Kinderstunde. Ja. Und jetzt ist hier alles voll. Ja, alles voll. Gott hat was Wunderbares gemacht. Und ich habe da, als ich hier drüber nachgedacht habe, eben im Lobpreis, dachte ich, es ist genau wie in dieser Predigt. Gott hat gesagt, ich habe euch das geschenkt. Er hat Menschen hierher geführt, euch, ja, euch, so viele Familien hierher geführt, die jetzt einfach da sind. Und die sind da. Und diese Gemeinde ist wieder ein wunderbarer Ort. Aber jetzt liegt es an uns, diesen Ort zu bewahren, zu erhalten, zu bebauen, mehr daraus zu machen, dann ihn zu entwickeln. Ja, das ist unsere aller Verantwortung und unsere aller Aufgabe. Es gibt eine Oase in Huacachina, genau, und in Südamerika. Und dort herrscht immer das perfekte Klima das ganze Jahr. Und ich möchte euch einfach mal ein paar Bilder zeigen von Huacachina, wie das da so aussieht. Das ist diese Oase, wunderschön. Ein richtiges Urlaubsparadies, da hat man richtig, gibt es Hotels, da finden Partys statt, ist einfach super da zu sein. Und diesen Gedanken hatte ich auch, als ich am Mittwoch dort saß und an diese Oase gesehen habe und da habe ich mir so drüber Gedanken gemacht, es gibt eine Krankheit des Vergessens. Was meine ich damit? Matthäus 17, Vers 4, Petrus rief, Herr, wie gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier 3 Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Das lesen wir. Und als ich so über diese Predigt nachgedacht habe, da habe ich gedacht, das ist, wo wir alle dazu tendieren. Wenn wir etwas haben, was einfach toll ist, dann haben wir auf einmal alles vergessen um uns herum. Dann wollen wir einfach alle hier sein, ja. So wie der Petrus, der hat ganz vergessen, dass er eigentlich verheiratet war, ja. Und dass da irgendwie noch
10 Jünger unten im Ort waren und keine Ahnung, war einfach alles wie weg. Und wisst ihr, eine Oase befindet sich ja in einer Wüste. Und die Wüste ist eine lebensfeindliche Umgebung. Und in dieser Wüste, da sind ganz viele Menschen, die in diesen Umständen leben. Und wenn Gott eine Oase schafft und uns dort hineinsetzt, dann nicht mit dem Ziel, dass es uns jetzt einfach super gut geht, nicht nur, sondern er sagt, hey, ich möchte, dass ihr die Leute, denen es nicht so gut geht, auch hierher bringt. Weil die leiden nämlich. Deswegen ist ja Jesus auch auf die Welt gekommen. Jesus ging es gut. Jesus hat dich und mich nicht gebraucht. Aber er hat sein Verlassen, sein Palast, seine Herrlichkeit hat er verlassen, ist in unser Ghetto gekommen, hier auf diese Erde, ist einer von uns geworden. Warum? Weil er wusste, du bist jemand, der in der Wüste lebt. Du hast nicht in der Oase gelebt. Du lebst im Slum, ja. Ohne Jesus, ohne Gott bist du verloren. Ja, mit all deinen Problemen bist du ganz allein gelassen. Du musst du irgendwie alleine klarkommen in deinem Leben. Jesus ist auf die Welt gekommen, um dich zu retten, um mich zu retten, aber nicht nur dich und mich, all die anderen auch. Ja? Und wenn er jetzt, was er sagt, ist, hey, ich schaffe einen Ort, ich schaffe eine Gemeinde, ja, um mal bei Gemeinde zu bleiben, oder auch Oase. Ja? Und was wir oft machen ist, wir sagen dann, hey, wie cool, wir haben eine Gemeinde. Und oft leben wir dann, wenn die Gemeinde super ist und alles toll, wir haben unser Programm, wir haben Ranger und alles ist klasse, dann können wir ganz oft einfach zufrieden sein damit, ja, und vergessen, dass es eigentlich gut wäre, wenn mein Arbeitskollege auch errettet wäre und er auch seine Kinder vielleicht hierher bringen könnte und, ja. Sondern, hey, wir sind irgendwie so, ah, geil, uns geht's ja gut, ja. So, und so leben wir dann Gemeinde, voll oft unter uns so. Und das ist ganz oft auch bei Gemeinden, die toll sind. Es gibt ja richtig tolle Gemeinden, wo irgendwie ganz viel geboten wird, ja. Und das ist ein Riesenproblem, wenn man dann nur unter sich immer ist, nur mit sich selbst beschäftigt ist, ja. So wie es Petrus so, auf einmal wird alles ausgeblendet, alles drumherum. Hey, hier bleiben wir, hier machen wir Hütten, hier bleiben wir bis zum Ende der Tage, ja. So Gott sagt, so ist es auch bei Gott, eurem Vater, er, der über alles herrscht, Entschuldigung, will nicht, dass auch nur ein einziger dieser kleinen Kinder verloren geht. Und was damit gemeint ist, es ist unser Auftrag, Menschen aus der Wüste zu uns in die Oase zu führen. Das ist unser Auftrag. Jesus sagt, ihr sollt es bebauen, ihr sollt es bewahren, aber ihr habt auch eine Verantwortung, so viele wie möglich auch hierher zu bringen. In diese Arche, ja, die Noah damals gebaut hat, die war nicht nur für Noah alleine. Da hätten ganz, ganz viele Menschen Platz gehabt. Wollten sie nicht. Aber trotzdem, Gott denkt immer an die anderen auch, nicht nur an uns. Und wisst ihr, darüber habe ich so, das kam mir so irgendwie, als ich da am Mittwoch dieses Bild hatte. Ich habe so gedacht, wie oft ist es so, ihr kennt es bestimmt auch, dass so Elite-Gruppen oder so, die versuchen dann nur unter sich zu sein, die heiraten untereinander, um dann irgendwie so eine besonders elite-schlaue Gruppe an Menschen hervorzubringen. Und das ist ja immer das Gleiche, auch sieht man bei den Königen zum Beispiel, Königsfamilien, die immer nur unter sich sind, die werden krank irgendwann, weil wenn man immer nur unter sich bleibt, da wird man krank. Da ist nichts Gesundes dran, sondern das ist solche Kulturen, die gehen unter. Familien werden krank, wenn man immer nur unter sich bleibt, ja. So, es ist unser Auftrag, Menschen zu uns in die Wüste zu führen. Und ist auch interessant, dass Gott, wenn wir in Hesekiel lesen, wir haben ja auch schon mal darüber, habe ich schon mal gepredigt, da heißt es, dann brachte der Mann mich zurück zum Eingang des Tempels und dort sah ich, wie unter der Schwelle des Tempels Wasser hervorströmte und nach Osten floss und so weiter, geht es ja dann weiter. Also es ist immer so, dass in dem Moment, wo Jesus im Tempel ist, wo es Hesekiel sieht, wie Gott, die Herrlichkeit Gottes kommt zurück in den Tempel und sofort fließt das Wasser aus dem Tempel heraus in die Umgebung. Und dort gab es keine schönen Rohre und irgendwelche, so, es war nicht sauber, da war einfach überall, da ist Wüste und Dreck und da fließt dieses Wasser hin und dann entsteht Leben überall, wo das Wasser hinfließt. Und darüber haben wir ja schon gesprochen, das ist unser Auftrag als Gemeinde, ist es sofort, von uns muss etwas fließen, von uns muss etwas abfließen, weil stehende Gewässer, die kippen um, das wissen wir, ne? Ein Gewässer, ein See, der keinen Zufluss hat, keinen Abfluss, der fängt an zu kippen. Da ist ganz viel Arbeit notwendig, um das Wasser irgendwie
am Rotieren, sondern muss man Pumpen reinstellen, muss Sauerstoff reingepumpt, ganz viel Arbeit, ja. Aber fließende Gewässer, die sind gesund, weil alles, was krank machen kann, fließt ab und natürlicher Zufluss ist wichtig, um Dinge frisch zu halten, so, ne. Und auch wir als Gemeinde, wir dürfen nicht einfach nur Fokus auf uns haben, dass wir eine tolle Gemeinde haben, dass wir uns unsere Kinder gut versorgt sind und unsere Senioren und unsere jungen Familien und. Das ist wichtig, ja. Der erste Teil ist wichtig, aber der zweite ist genauso wichtig. Wir dürfen nicht vergessen, dass da so viele Menschen sind, die nicht so etwas haben wie wir, wo man zusammenkommen kann, wo wir ehrlich voneinander sein können. Wir hatten am Dienstag ganz spontan uns mit Leuten aus der Gemeinde getroffen, hatten eine super Zeit, ja, haben zusammen gegrillt, unsere Kinder haben zusammen gespielt, war richtig cool. Und Rita hat ganz spontan eine Familie, also ein Ehepaar eingeladen, deren Sohn ist mit unserem Sohn so im Turnverein und die waren dann dabei. Und abends haben wir dann so zusammengesessen und haben so gesagt, Rita und ich, wie viele Menschen haben sowas nicht wie wir, dass man einfach so zusammen sein kann und da sind Leute, die es gut mit dir meinen, die nicht hinter deinem Rücken herziehen über dich, weil du dies und das gemacht hast, so wie es oft in anderen Freundeskreisen ist, ja, wo du irgendwie immer was sein musst, was darstellen musst, um dazuzugehören und wo man ganz schnell auch unten durch ist, wo viel Neid da ist und so. Und wir waren eine Gemeinschaft, unsere Kinder haben gute Zeit gehabt, wir konnten zusammen lachen, wir konnten aber auch zusammen ernste Gespräche führen, wir können voreinander ehrlich sein, können sagen, hey, da geht es mir gerade nicht so gut. Was für ein Wert das ist, ja. Und ich dachte mir so viele Menschen in unserer Gesellschaft, hier bei uns, sind einsam, die haben sowas nicht, ja. Die sind so viele Ehepaare, die sind dann ab dem Moment, wo man dann geheiratet hat, wird es immer weniger mit den Freunden, weil man weniger Zeit hat. Das Leben verändert sich und auf einmal sind Ehepaare isoliert. Ja, haben vielleicht ein oder zwei Pärchen, wo man sich mal trifft. Aber sonst ist man alleine, ja. Mit all seinen Problemen, mit allem drum und dran. Und da haben wir als Gemeinde echt einen Pfund. Da haben wir echt was zu bieten, ja. Können Menschen dazu holen. Es ist so einfach, so unkompliziert über diese Schiene Kontakt zu haben mit Menschen und dann kann man mit ihnen auch reden, wir können über Jesus sprechen und wir können einfach normal sein, ja, wir können einfach Zeugnis sein, ja, und das ist aber wichtig, dass wir das sehen, dass wir das verstehen, dass wir nicht einfach nur fein damit sind, untereinander gute Zeit zu haben, sondern wir müssen das im Blick haben, ja, weil die werden nicht automatisch kommen, sondern nur, wenn du sie einlädst oder wenn du irgendwas machst, so, ne, du musst sie auf dem Herzen haben, bring sie mit und damit sie Jesus kennenlernen, weil dann auch ihr Leben sich verändern kann. Ne? Harter Satz, gell? Aber ich habe mir so gedacht, das ist wahr, ja. Geistlicher Inzest macht eine Gemeinde krank. Wenn wir immer nur unter uns bleiben, immer nur wir, so als klucke Gruppe, das wird auf Dauer, macht es uns krank. Da geht eine Gemeinde auch kaputt daran. Da wird sie auch komisch, ja. Da passieren ganz komische Dinge auf einmal, ja, die nicht gesund sind. Die Gemeinde ist Gottes Antwort auf die Fragen einer Gesellschaft. Und die Lösung seiner Probleme. Denkt da mal drüber nach, das ist eine ganze Predigt für sich, aber ich glaube, da steckt so viel Wahrheit drin. Und die Gemeinde, das bist du und ich. Ja, die Gemeinde ist nicht einfach nur ein Gebäude, ein irgendwas, das sind du und ich, wir sind die Gemeinde. Wir sind die Gemeinde und wir bauen sie auf oder wir machen sie kaputt oder wir bewahren sie oder auch nicht. Du und ich, wir sind gefragt, jeder von euch hier ist gefragt, sich mit einzubringen, sich an die Nase zu packen, zu sagen, hey, ich will dazu beitragen, dass das hier funktioniert, dass das gesund wird. Ich will nicht derjenige sein, der seinen Müll hier ablädt, sondern ich will der sein, der mithilft aufzuräumen, der mit anpackt. So. Und wenn wir gemeinsam so denken, ja, dann kann das wunderbar sein, dann kann Apostelgeschichte hier passieren. Ja, das glaube ich ganz fest. Amen.